Jo Leute, und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Xenoblade Chronicles Definitive Edition. Ja, 2 Wochen ist es her, seitdem der letzte Part live war. Jetzt nehme ich hier auf. Ja, ich habe überhaupt keine Peilung, viel zu lange nicht mehr gespielt. Ich glaube, ich hätte mir lieber den Part davor ansehen sollen nochmal. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir gekämpft und diese Fiora ist gestorben, soweit ich weiß. Ich glaube, es ist schon Part 1 passiert oder war es erst Part 2? Nee, ist Part 2 passiert. Und jetzt folgen wir einfach mal weiter der Story. Ich hoffe, ich komme noch halbwegs rein, weil es ist einfach viel zu lang her, seit dem letzten Stream. Ich bin einfach komplett, ja, was soll ich sagen, komplett raus, einfach. Hallo. Und dann war diese Frage, ob ich alles nehmen soll. Ja, natürlich nehme ich alles mit. Alles oder nichts. Das Gute ist halt, dass der Weg markiert wird. So durch weiß ich wenigstens, wo ich lang muss. Ich grinde einfach noch so ein bisschen nebenbei, damit auch nichts Schlimmes passiert. Gehen auch alle mittlerweile One-Hit. Aber ich glaube, das sind auch keine starken Gegner an sich. Bei denen, der gerade da war, da tun wir so, als hätten wir den nicht gesehen. Blaue Kette. So, ich habe überhaupt keine Ahnung, was mir dieses Zeug alles bringt. Mir ist halt so einfach aufgefallen, ich streame ja gar nicht mehr so viel. Und dann gibt es ja halt noch Nexomon und Kingdom Hearts 2 und Kingdom Hearts Burst by Sleep. Yu-Gi-Oh! Läuft wie immer gesagt so mal ein bisschen im Hintergrund. Das muss jetzt nicht unbedingt fertiggestellt werden, kann die ganze Zeit laufen, kann von mir auch bis zum nächsten Jahr noch laufen, Yu-Gi-Oh! Aber dann ist mir halt aufgefallen, oh, wir haben ja vor 2 Wochen mit Xenoblade Chronicles angefangen und du spielst dieses Spiel kaum. Und streamst auch gar nicht mehr wegen zeitlichen Problemen nicht mehr so viel. Also musst du mal ein paar Videos davon machen. Und ich hoffe, es ist okay, dass ich jetzt ein paar Videos davon mache. Besser als wenn kein Content kommt. Und ich versuche einfach mal jetzt jeden Tag. Ich versuche immer jeden Tag, das klappt sowieso nicht. Aber ich versuche zumindest mal ein paar Mal die Woche, so 3-4 Mal die Woche, eine Folge Xenoblade rauszubringen. Ich finde, Yu-Gi-Oh! Reicht 1 bis 2 Mal die Woche. Mindestens so oft Xenoblade halt wie Nexomon als Video. Und dann Kingdom Hearts Streams pro Teil mal einmal die Woche, würde ich mal sagen. Und dann sollten das jetzt erstmal auch die Projekte sein. Es kommt auch nichts mehr dazu. Ich arbeite auch wieder an ein paar andere Videos, die halt keine Let's Plays sind und auch keine Let's Talk Abouts. Sondern halt, lasst euch einfach überraschen. Ich sammle gerade zur Zeit noch ein paar Videoideen und ja, die Woche sollte auf jeden Fall nochmal zweimal sogar, glaube ich. Ja, die Woche sollte zweimal sogar scheinbar gibt es rauskommen. Vielleicht auch dreimal. Ne, okay, ich möchte jetzt nicht übertreiben. Aber mindestens zweimal kommt diese Woche nochmal scheinbar gibt es raus. Mit einer Premiere, die ich versuche zu morgen online zu haben.
Ist zwar ein anderes Spiel als das, was ich haben wollte, aber gut, müssen wir durch. Aber auf jeden Fall die Art von Spiele, die ich halt haben wollte, ist es zumal schon mal. Aber halt nicht das Spiel, was ich haben wollte. Aber ist okay. Ich weiß nicht, Xenoblade, Alter, das Kampfsystem, damit kann ich mich nicht wirklich anfreunden. Aber gut. Ich denke mal, es gibt schlimmere Kampfsysteme. In der Höhle waren wir schon mal. Der ist gefährlich, von denen haben wir lieber. Der vergiftet mich erstmal, Dankeschön. Thanks for that, man. Muss ja trotzdem immer noch ein bisschen grinden, denke ich. Nasses Haar, okay. Das klingt sehr lecker. Und ich weiß gar nicht, wie lange ich so ein Part jetzt gehen lasse. So eine halbe Stunde. 40 Minuten, irgendwas so dazwischen. Aber ich denke mal eher eine halbe Stunde. Nexomon wird sich so bei 20 Minuten belaufen. Xenoblade so bei einer halben Stunde. Und Yu-Gi-Oh! Ist halt zufällig, wie lang halt quasi das Duell denn auch geht. Weil Duelle sind immer unterschiedlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den nächsten Part hochladen sollte oder ob ich den einfach überspringe, weil das ist ein Duell, was ich halt einfach in 5 Minuten geschafft habe, ohne einmal Life-Points zu verlieren. Und ja, keine Ahnung, ob ich da Bock habe, das ist halt nicht spektakulär. Da war dieses letzte Duell halt schon ein bisschen witziger, würde ich mal sagen. Aber gut. Und sorry, dass ich gerade nur über die Projekte rede und nicht über das Spiel, aber ich habe jetzt die Aufnahme dazu. Okay, jetzt kommt Kapitän. But it's open now. Maybe it was programmed to open up in case of Mechon emergency. The way to the Bionis knee is just ahead. You ready? Yeah, let's go. Hello. Dort vorne ist das Spinnennest. Man darf nicht einmal das kleinste Geräusch verursachen, sonst kommen sie sofort angerannt und greifen an. Also ganz behutsam jetzt. An Etherlamp. Eine Etherlampe. Don't traders use these things as guideposts? Yeah. We can follow them to the Bionis knee. Ich hab das Gefühl, wir gehen mit. But if armed traders need guideposts, it must be pretty dangerous in here. Let's keep our wits about us. Definitely. Ich habe halt das Gefühl, das Gaming-Sound ist viel zu leise. Ich habe den jetzt auf volle Lautstärke mal gestellt. Neuer Ort. Ich laufe verkehrt, oder? Nee. Nee, nee, nee. Oder? Also ich raff die Karte gar nicht. Das kann ich wahrscheinlich noch nicht.
An Ätherradern lassen sich hochwertige Kristalle abbauen. Die Ader regeneriert sich mit der Zeit. Ist sie erschöpft, schaue einfach zu einem späteren Zeitpunkt vorbei. Aber ich kann da noch nichts abbauen, oder? Nee, ich glaube nicht, dass ich da irgendwas abbauen könnte. Greif doch mal an, Alter. Ich verstehe das schon wieder nicht. Warum greift der nicht an? Oder hier. Greif mal an. Muss ich die wirklich dabei anvisieren oder was? Alter, das ist doch nicht normal. Jetzt kill ihn doch mal jetzt hier endlich. So, dann haben wir jetzt die Spinnen besiegt. Waren das überhaupt Spinnen? Ich habe keine Ahnung, ob das Spinnen waren, was auch immer für Wesen das waren. Ist komplett egal eigentlich. wo lang geht's jetzt hier? Hallo? Also die große Spinne haben wir auf jeden Fall besiegt. Soweit ich weiß, ist hier der richtige Weg. Wird auch so angezeigt. Alter, warum greift dieser Idiot nie an? Ich versteh's nicht. Das Kampfsystem ist so ein Schmutz. Okay, es ist nicht Schmutz, aber ich versteh's halt einfach nicht. Warum greift der nicht an? Ich stell mich dahin. Ja klar, dass der automatisch angreift, aber er macht's halt manchmal einfach nicht. Und ich stehe genau daneben. Das kann nicht verfehlt sein oder so. Es macht einfach keinen Sinn so. Traders from Colony 6. No wonder it's been so long since the last delivery. Ryan, their injuries. They weren't made by no Mekon. It was probably the monsters that live here. Man, that's grim. I don't want to go like this. Not even killed by Mekon, just some monsters in a cave. They probably had families. Children. Maybe. It wouldn't surprise me. But why'd you say that? Oh, no reason.
Ryan, shouldn't we return them to the Bionis? Huh? Oh, right. What's born from the Bionis is returned to the Bionis. That's the way of the Homs. That was way harder than I thought it'd be. I'm just about ready to collapse. Let's take a rest. If the monsters in here killed all these traders, we need to be at our best. I'm wide awake, so I'll take first watch. Thanks, man. The nap will do me good. Shulk, my turn. Awake already? Didn't sleep a wink. Oh, I still feel like I just did one of Vanguard's drills. Hey. Why do you think the Mekon attacked? Are we just food to them? Or what? Did we do something wrong? Sort of reminds me of the battle between the Bionis and the Mekonis. I wonder if it's anything to do with that. Well, it's hard to believe that living things are just a source of energy for machines. There has to be another reason. Mekon killed Fiora. Yeah. You know what? I'll never forgive them. I don't care what their reason is. When it happened, the Monado showed me that Fiora was in danger, but I couldn't save her. It's not your fault. Just because the Monado showed you some future, that don't mean you could do anything about it. You did great. You fought them off. I couldn't have done that. You know, I've been thinking about it. Why you can use the Monado, I mean. Dixon told me. You're a survivor from the Monado expedition team that went out 14 years ago. There was a blizzard or something, and your mum and dad died. And then Dixon found you and brought you back. That sounds right. I was pretty young, so I don't really remember anything. Is that why you do it? Why you're always helping Dixon with his research and trying to figure out the Monado? Maybe. Part of me does see it as something to remind me of my mum and dad. But mainly, if it really is the sword that the Bionis used to kill the Mekonis, like in the legend, I want to work out its secret. That's the real reason. I've got it. You were chosen by the Monado. What? Chosen? Don't you see? Not even Dunban can handle it. It ain't chance that you can and he can't. I'll take the next watch. You get some rest. Okay, I'll try. Night, Ryan. Do you wish to change it? Huh? The future. It is every man's desire to change the future. Is that not so? Even if everything has been predestined, will you not oppose it? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Shulk! Shulk!
Ryan! Shulk! Shulk! Ryan! What are you playing at? Give us a hand! Und weiter geht das Gekämpfe gegen die Spinnen nach wie viel Minuten Cutscene waren das? 5 Minuten Cutscene oder so? Auf jeden Fall fast so heftig wie bei Kingdom Hearts. Bäh, bist wahrscheinlich genauso heftig. Warum greift der schon wieder nicht an? Ich versteh's nicht. Vorbei, toll. Freust du dich jetzt oder was? Kannst du mir sagen, was du willst? Dieses Kampfsystem ist einfach nicht toll. Es gibt schlimmere, aber das ist halt einfach, ich weiß es nicht. Der macht ja quasi alles von alleine und du musst halt darauf hoffen, dass er es irgendwie tut, oder ich verstehe es halt einfach nicht, keine Ahnung. I'm sorry, Ryan. Don't worry about it. It looked like you were having a nightmare. Really? The Monado is now in your hands. The Monado will grow with you. If you can find the true Monado, the future is yours. The true Monado? Was I dreaming? What's with you? We'd better get a move on. Wie, guckt ihr jetzt in die Zukunft? Oder in die Vergangenheit? Was? Was mit seinen Augen los? It wasn't a dream. Okay, es war eine Vision. Interessant. In der falsche Richtung. Alter, komm. Digga, das mit der Map ist mir viel zu weird. Ich komme gerade gar nicht klar. So, jetzt bin ich, glaube ich, auf dem richtigen Weg. Wahrscheinlich muss ich jetzt noch mehr Spinnen zerstören, oder? What on Bionis are those? Monsters' egg sacs, I think. But it looks like there are Mechon parts inside as well. Man, what kind of monsters are they? Probably some type of arachno. Ryan, get back! Ryan! Oh shit. If that vision comes true, then Ryan... Ryan ist weg. Ich würde sagen, den holen wir im nächsten Part zurück oder wir rennen schon rein. Okay, er wird halt um von den Spinnen verfolgt. Hätte ich das lesen sollen? Wahrscheinlich schon. Aber gut.
Ich würde sagen, das war's jetzt hier erstmal mit dem dritten Part von Xenoblade Chronicles. Ich werde direkt morgen einen neuen hochladen und gleich direkt weiter aufnehmen. Und dann werden wir gegen diese ganzen Spinnen hier kämpfen und uns hier befreien. Ich danke fürs Zusehen. Tut mir leid, dass ich nicht so ganz bei der Sache war und nicht wirklich über das Spiel geredet habe bei der Aufnahme und eher über die Projekte und so. Aber wie gesagt, ich muss mich erstmal wieder hier reinfinden. Ich habe das seit 2 Wochen nicht mehr gespielt, das Game. Ich habe überhaupt keine Ahnung, was passiert ist. Eigentlich hätte ich mir die Parts davor ein bisschen ansehen sollen, aber gut. Mache ich dann jetzt gleich und danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein.